Ja, hallo, hier ist Christian Schumann, Paartherapeut und Beziehungscoach. Nächstes Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute das Thema: Ich hatte einmal Sex mit einem Freund. Wie geht's jetzt weiter? Ja, dann schauen wir mal. Lieber Christian, vielen Dank für deine tollen Videos und die Livestreams während des Lockdowns. Da hatte ich endlich Zeit und mehr Konzentration, mir mehr deiner Videos in Ruhe anzusehen. Ich würde gerne meine aktuelle Dating-Situation schildern. Vielleicht hast du ein paar Worte dazu zu sagen. Vielleicht bin ich ohnehin auf dem richtigen Weg, Klarheit zu wollen. Vielleicht ist es auch nicht notwendig, Klarheit zu schaffen, bevor der Dating-Prozess überhaupt vorangeschritten ist. Nun zu meiner kleinen Story. Nach sehr vielen negativen Beziehungserfahrungen in der Vergangenheit habe ich begonnen, Männer zu daten, die grundsätzlich nett zu mir sind. Gute Idee. Also kein schlechtes Benehmen haben. Ja, der Teufel liegt halt im Detail, weil wenn das sozusagen dein Liebeschiff ist, Männer zu daten mit schlechtem Benehmen, da gibt es ja viele Varianten von, sag ich mal so, ne? Nun hat sich endlich ein Mann für mich interessiert, der nicht nur nett zu sein scheint, sondern zu dem ich auch noch mich körperlich hingezogen fühle. Obwohl er optisch so gar nicht mein Typ ist, jedoch ist das für mich kein Kriterium mehr. Darf's aber gerne, ne? So ist es nicht. Charakter ist mir wichtiger als das Aussehen. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Könntest auch beides wichtig machen, ne? Jedoch merke ich, dass der aktuelle Dating-Prozess sehr chaotisch ist. Ich kenne mich nicht mehr aus. Wir kennen uns schon lange aus dem Bekanntenkreis, sicher schon über 10 Jahre, haben immer wieder irgendwelche organisatorischen Dinge ausgetauscht, er hat mich auf Partys eingeladen, hat schon mal dir geholfen bei irgendwas, was ich noch nie gehört habe, haben ja zusammen Hobbys gemacht, war auch irgendwie, ja, ihr habt euch auch ausgetauscht. Doch sind wir uns nie wirklich nahe gekommen. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ja, vor über einem Monat hat es sich zufällig ergeben, es gibt ja keine Zufälle, ne, dass wir uns geistig näher gekommen sind. Ich dachte, wir reden hier über Dating. Er lud mich zu sich nach Hause ein. Wir hatten viel Spaß und uns gut unterhalten. Geistig hoffentlich nur. Er bot mir ständig Wein an. Er wollte, dass ich bleibe. Doch ich bin nach Hause gefahren, da ich schon müde war. Und danach hat er mich per SMS zum Essen eingeladen, worauf ich mich sehr freute. Ich wusste natürlich auch, wo das enden wird, was ja an für sich nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil, er kochte wirklich gut, macht sich richtig Mühe. Ich habe dann auch für ihn gekocht, jedoch wollte ich ihn noch nicht zu mir einladen, weshalb wir bei ihm gegessen haben. Also war ich zweimal bei ihm und der Sex war schön. Gut, er sagte mir kurz davor, dass es schon lange sein Wunsch war, mit mir zu schlafen. Er fragte mich sogar, ob er mit mir schlafen darf. Ja, also das werde ich nie verstehen. Oh, ich finde das, also für mich ist jemand, der danach fragt, auch nach Küssen fragt, ist irgendwie nicht in der Polarität, ich weiß es nicht. Weil, also das kriegt man doch mit, ob das jemand will oder nicht. Und dann, das ist doch die ganze Spannung raus. Ich weiß nicht, ich werde das nie begreifen. Ne? Gut, daraus schließt er jetzt vermutlich mal, dass er sehr nett ist. So, nach dem Sex konnte ich nicht einschlafen, bin er mitten in der Nacht nach Hause gefahren. Ich fühlte mich überhaupt nicht wohl, so ungestylt am frühen Morgen, ohne Zahnbürste etc. Außerdem war ich innerlich sehr unruhig. Danach habe ich mir gedacht, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Wir sehen uns ja immer wieder im Freundeskreis. Trotzdem finde ich es total gut, im Freundeskreis zu daten, erstmal grundsätzlich. Ja, also finde ich gut. Kennst du wenigstens ein bisschen, wobei man nie weiß, wie Leute in einer Beziehung sind. So. Ich habe Ängste entwickelt, dass er dann so tut, als würde nie etwas zwischen uns vorgefallen sein, sodass ich ihn öffentlich schon gar nicht mehr begegnen wollte, da ich ja nicht weiß, was das jetzt zwischen uns eigentlich sein soll und ich nicht zu ihm gehen kann und ich ihn öffentlich küssen will, weil ich Angst davor habe, dass er das gar nicht mag. Ja, vielleicht sind das ja realistische Sorgen, die du hast, ne? Vielleicht nimmst du da irgendwas auf, was wirklich ein Problem ist, ne? Vielleicht hat er nur einmal Sex mit dir haben wollen oder vielleicht hat er nach dem einmal Sex auch gedacht, einmal reicht mir oder es muss ja jetzt gar nicht damit sein, dass das irgendwie irgendwas falsch gelaufen ist, sondern so, aber es ist ja manchmal so, dann hat man vielleicht das erste Mal Sex und man merkt so, ah, so richtig passt es doch nicht und ja, wir wissen es nicht, ne?
Ich denke, wenn jemand wirklich Interesse an einer Beziehung hat, würde er das erste Date wohl nicht in seiner Wohnung arrangieren, oder liege ich da falsch? Das kann er ja noch nicht wissen, ob er eine Beziehung mit dir haben will. Jetzt hattet ihr ja erstmal Sex. Also man kann davon ausgehen, dass er Sex mit dir haben wollte. Alles andere weiß man nicht. Geh von nichts aus. Ne? Also, und wie gesagt, je nachdem, ob er so ein Eroberer ist, wie ihm das gefallen hat, weiß ich nicht. Du kannst von gar nichts ausgehen, ne? Wie dem auch sei, ich bat ihn um ein Gespräch, um herauszufinden, was er wirklich will. Das finde ich sehr gut. Sehr absolut notwendig. Beziehungsweise nicht von mir will. Denn ich fand den Sex zwar schön, aber das allein ist mir zu wenig. Er willigte ein, doch braucht er generell fast immer 2 Tage, um zu antworten. Ja, also ich hätte jetzt, also ich kann ja immer nur wieder sagen, datet Leute, die so richtig Bock haben, euch zu daten. Auch nach dem ersten Date oder nach dem zweiten Date. Also ich hätte jetzt von ihm erwartet, nachdem er mit dir Sex haben durfte, dass er sich dann nächsten Tag meldet und sagt, hey, es war total cool, hat mir gefallen, wie sieht's aus, wann sehen wir uns wieder? Das willst du doch haben, und nicht irgendwie, dass sich jemand 2 Tage nicht meldet, mit dem du gerade Sex hattest. Also da, ich hätte schon komplett, also an dem Punkt hätte ich schon komplett die Schnauze voll. Es darf ja jeder sein, wie er will, aber hätte ich persönlich keinen Bock drauf. Also wie gesagt, und dieses mit dem nett sein, also du hast ja mal gesagt, ich habe nicht nette Männer gedatet, also das ist sehr subtil, also dies zu verändern, das kostet echt Kraft, ne? Das ist nicht nur einfach eine Entscheidung hier oben, das ist vielleicht das Wichtigste, sondern ja, dann, wie gesagt, wir werden immer wieder getestet. Und ich finde sein Verhalten jetzt nicht so nett, muss ich sagen. Überhaupt nicht. So, ich antworte immer sofort. Ich habe das Gefühl, er sagt nicht, ja, was siehst du daraus, dass du sofort antwortest und ihn richtig gut findest und er dir nicht antwortet. Was ist die Message? Manchmal ist es ganz einfach. So. Ich habe das Gefühl, er sagt nicht, wenn er etwas nicht will. Stattdessen antwortet er einfach nicht auf meine Vorschläge. Das ist also kommunikativ eine Katastrophe, ja. Das finde ich anstrengend. Ich kann ihn ja nicht hineinfühlen und wissen, was er will, nicht will, wenn er es nicht sagt. Ja, offensichtlich will er es dann nicht sagen, weil es scheint ja nichts zu sein, was du potenziell gut findest, ne? Ich bin schon sehr gespannt, ob er sich überhaupt noch meldet. Zwischen den beiden Dates ging es mir überhaupt nicht gut, da ich Sehnsucht danach hatte, ihn zu treffen. Ja, wie ich ja schon immer wieder sage, auch im letzten Video, man kann nicht einfach Sex mit jemandem haben. Es hat Konsequenzen, ne? Gut, jetzt irgendwann hat man natürlich Sex und ja. Aber jetzt hör nicht so auf deine Gefühle, sondern überlege ich mal, ob dir das gut tut hier, ne? Das ist ja jetzt der neue Lernschritt, ne? So, da ich Sehnsucht hatte, ihn zu treffen, jedoch wollte ich das nächste bewusst geplante Date abwarten. Ja, du kannst dich immer melden, seid nicht so vorsichtig, dann sag doch, mir geht's nicht gut, ich habe Sehnsucht, wie sieht's aus, geht's weiter, ne? Lass den Ding noch ihren Lauf, aber auch seid doch authentisch, ne? Sei authentisch. Es ist immer etwas kompliziert, einen Termin zu finden, der für beide passt. Wenn ich nicht weiß, was da zwischen uns nun ist, nicht ist, tue ich mir schwer, jemanden zeitgleich zu daten. Also es ist ja auch immer eine Frage der Polarität. Also klar, bei Männern sage ich ja auch immer, oder insbesondere bei Männern, immer so zu needy rüberkommt, ist auch nicht gut. Aber wie gesagt, dass es in dem Fall, wenn es dir einfach nicht gut geht, und du auch, also ich habe das Gefühl, du hast auch ein Bauchgefühl, dass das irgendwie nicht so richtig passt, dann würde ich dem schon nachgehen. Ne? Wenn ich jetzt nicht weiß, was da zwischen uns nun ist, nicht ist, tue ich mir sehr schwer, jemanden anderen zeitgleich zu daten. Ich würde, also wenn das so hakt, würde ich mir da überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen, also wirklich. Ich meine, er hätte ja, also du musst dir jetzt nicht mehr Einschränkungen auferlegen, als er tut. Also bist du ihm nichts schuldig, ne? Hat er kein Interesse oder ist er zu schüchtern? Das sind immer die Sachen, Leute, ich kann euch das nicht sagen, nur spielt es eine Rolle? Das ist doch beides gleich scheiße. Und wie schüchtern kann man denn sein, wenn man jetzt schon Sex hatte und alles, dann zu sagen, ja, lass uns wieder treffen? Ich meine, das ist ja so keine große Leistung, oder?
Bin ich zu ungeduldig? Nope. Ich merke schon, dass es mir schwerfällt, mich da fallen zu lassen. Wie willst du dich da fallen lassen, wenn du offensichtlich dein Bauchgefühl sagst, das ist nicht safe? Ich habe das Gefühl, ich muss Kontrolle übernehmen, bevor ich die Kontrolle verliere. Ja, das kann ich verstehen. Lieber Christian, hast du dafür ein paar Erklärungen? Wie siehst du die Situation? Ja, also ich, wie gesagt, ich hätte auf solche halbgaren Dating-Situationen keinen Bock mehr. Also würde ich abhaken. Ich hätte auch nicht mal mehr Lust, da groß drüber zu reden. Ich würde es einfach abhaken, glaube ich. Aber, und ja, so what? Dann hast du eben mit ihm geschlafen. Ja, das ist doch menschlich und musst dich nicht schlecht fühlen, also echt nicht. So. Und dann, wenn euch im Freundeskreis begegnet, wäre ich total cool. Also cool nicht im Sinne von kalt, sondern total cool. Ja, du hast dich jetzt gern weiterlaufen lassen. Es hat gehakt. Ja, so ist das Leben. So, auf jeden Fall würde ich ihm nicht hinterherrennen, auf gar keinen Fall. So, würde mich über ein Video freuen. Wenn nicht, macht auch nichts. Lese fleißig weiter im Liebescode. Ja, immer wieder, habe ich gerade eins hier. Nee. Vergesse ich mal wieder zu erwähnen. Mein schönes Buch, der Liebescode, überall zu bekommen. Als Hörbuch, als E-Hörbuch, als E-Book und auch als normales Buch. Ganz normal überall, wo es Bücher gibt. Natürlich auch im lokalen Buchhandel. Ne? Den wollen wir ja auch gerne unterstützen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wieder.